Judy Reynolds aus Irland. So, jetzt müssen wir noch eins aufarbeiten. Christoph Hess bei Carola Koppelmann, der Heiteren zuvor, war plötzlich Rudelbildung beim Richter bei C der Jury. Was war denn da los? Ja, oh, die Carola, die tut mir leid. Die Carola, wenn Sie darauf geachtet haben, und Sie sind alle ein tolles Fachpublikum, die ist auf der Mittellinie zweimal. Judy, bleibt noch mal eine Minute. Oder? Okay. Well done. Very, very good. Carola, die ist auf der Mittellinie zweimal Zweierwechsel geritten, einmal Einerwechsel. Und die hat vergessen, eine Linie zu reiten, nämlich den starken Galopp. Das heißt, die Richter geben in der achten Note im technischen Teil eine Null und dann in der Choreografie und im Schwierigkeitsgrad jeweils eine schwache Note 5,5. So, das heißt, sie rutscht jetzt richtig runter im Ergebnis, nur weil sie einen technischen Fehler gemacht hat. Das bedauere ich sehr. Wie ist das Ergebnis von Carola Koppelmann? Wir rechnen gerade noch dran, aber vielleicht gucken wir schon dann auf Judy Reynolds. Jetzt haben wir es doch schon. Also, wir machen ein bisschen hin und her. Dann zeigt es uns bitte auch. Da haben wir es. Das vorläufige Ergebnis von Carola Koppelmann bei E 69,0%. Die A-Note, die B-Note 63,0. Bei H die A-Note 69,5. B-Note 66,0. Bei C die A-Note 69,25. B-Note 64,0. Bei M die A-Note 69,25. B-Note 60,0. Bei B die A-Note 68,0. B-Note 65,0. Ergibt insgesamt 66,30%. Und was sagen Sie, liebe Jury? Sie haben 71,70. Natürlich haben Sie die Abzüge nicht gemacht. Das kann man auch nicht von Ihnen verlangen, dass Sie jede Lektion im Kopf haben und gemerkt haben, dass eine gefehlt haben. So, nun machen wir weiter. Jetzt kommt Rao Victor Macari Olivia. Der wartet hier schon mit Xama dos Pinhas aus Brasilien. Ebenfalls Olympiateilnehmer. Das vorläufige Ergebnis von Judy Reynolds sehen Sie oben auf der Anzeigetafel, meine Damen und Herren. Das ist die Führung, 76,70%. 76.70 in the lead so far.